Mit Mütze und Maske gegen die Gesichtserkennung. Am Berliner Südkreuz heute Demonstranten, aber auch der Bundesinnenminister. Gegner und Befürworter also, die neue Technik hoch umstritten. Drei Kameras mit automatischer Gesichtserkennung werden jetzt getestet. Erste Ergebnisse, so Thomas de Maizière, seien erstaunlich treffgenau. Hier geht es darum, auszutesten, ob die Treffsicherheit solcher öffentlichen Fahndung durch neue Technik besser wird. Und wenn sie besser wird, ohne dass wir zu einer zusätzlichen Speicherung Unbescholtener kommen, dann ist es dringend geboten, eine solche Technik einzusetzen. Und so funktioniert's. Der Computer vermisst die Aufnahme einer gesuchten Person, etwa Länge, Breite, Augenabstand und Nase. Daraus wird ein Zahlencode. Die Kameras scannen alle Gesichter. Gibt es dann eine Übereinstimmung mit einem gespeicherten Bild, schlägt der Computer Alarm. Von einem unglaublichen Sicherheitsgewinn spricht der Innenminister, von mehr Schutz vor Terroristen und Gefährdern. Die Kritiker dagegen sehen Grundrechte in Gefahr. Auch Menschen, die nichts zu verbergen haben, haben einen sehr, sehr tiefen Eingriff in ihre Bürgerrechte zu befürchten. Also das Recht, sich unbeobachtet durch eine Stadt zu bewegen, unerkannt durch eine Stadt zu bewegen, ist ein Verfassungsrecht. 6 Monate dauert der Test für die automatische Gesichtserkennung am Südkreuz in Berlin. Ganz ausgereift ist die Technik noch nicht, denn noch kann man die Erkennung umgehen. Mit Kapuzen, Sonnenbrillen oder mit anderen Mitteln.